Hallo und herzlich willkommen zum Wort des Tages. Heute möchte ich mit euch über einen Satz von Dietrich Bonhoeffer nachdenken. Er lautet: Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Ein toller Satz, oder? Als Christen können wir da eigentlich nur mit Ja antworten. Theoretisch oder auch ganz praktisch. Wie viel Spielraum gebe ich Gott in meinem Alltag? Wie sehr ist mein Kalender mit dienstlichen privaten Terminen gefüllt? Wie viel Vorlauf brauche ich, um mich zu verabreden? Wie gut schaffe ich, all diese Veränderungen einzubauen in meinen Alltag? Gerade jetzt, wo es fast tägliche Veränderungen gibt. Manchmal ist man genervt, gefrustet. Man hat hin und her überlegt, sich aufgemacht und dann kommt wieder eine neue Information, und alle Planung, alle Bemühungen ist hinüber. Eigentlich geht es mir so, dass ich Veränderung mag. Dass nicht jeder Tag völlig durchgetaktet ist. Wenn ich im Laufe des Tages Zeit habe. Zeit habe für die Aufgaben, die anfallen oder die Menschen, denen ich begegne. Jetzt ist es gerade so, dass es mich manchmal wirklich nervt. Unsere Kinder sind total nett und lieb, aber über einen ganz langen Zeitraum nur Homeschooling. Jetzt in den letzten Wochen schlechtes Wetter. Darf man reisen oder darf man nicht reisen? Ständig eine Ungewissheit. Dieses tägliche Hin und Her ist zermürbend. Und ich weiß von vielen Menschen, denen es gerade ähnlich geht. Und dann komme ich mit diesem Satz von Dietrich Bonhoeffer. Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Auch das noch. Als wenn der Alltag nicht schon kompliziert genug wäre. Was soll das schon wieder? Ich habe gerade genug zu tun. Dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Wie soll ich das denn noch alles hinbekommen? Hier vielleicht ein kleiner Gedanke, wie es Gott erlaube, in meinem Alltag mich zu unterbrechen. Gott möchte nicht auf einen Ort oder eine Veranstaltung eine bestimmte Zeit in der Woche reduziert werden. Nach dem Motto, da nehme ich mir Zeit für Gott, danach lebe ich mein Leben. Sonntags und Mittwochs gehört Gott. Aber danach, da muss die Gemeinde und da muss Gott ruhen. Ich denke, Gott möchte so etwas nicht. Er möchte tief hinein in das, was ich erlebe. Wir können unseren Alltag vergleichen mit einer Torte. Bei einer Torte gibt es ganz viele Kuchenstückchen. Oder Tortenstückchen. Es gibt das Tortenstückchen Beruf, Familie, vielleicht das Relaxen, mein Hobby, meine Freunde und vieles andere. In dem Bereich Gemeinde darf Gott mit rein. Aber sonst lasse ich ihn vielleicht außen vor. Aber so wünscht sich das Gott eigentlich nicht. Gott möchte dieses Mittelstück dieser Torte sein, das Besondere, da wo alle anderen Bereiche andocken. Die Familie, der Beruf, meine Freizeit, mein Hobby, alles Mögliche. Und alles läuft aus der Mitte hinaus. Und Gott möchte in alle Bereiche mit hinein. Er hat Auswirkungen auf alle Bereiche. Ich muss mich nicht verkrampfen, ich muss nicht irgendwas erfüllen, sondern ich muss nur offen werden, ihn hineinzulassen. Gib ihm die Chance, dich unterbrechen zu lassen. Sag mal ganz ehrlich und benenne mal, in welche Bereiche Gott vielleicht gar nicht hinein darf in deinem Leben. Und da lass Gott mal wirken und lass dich unterbrechen.